Ein kleiner Raum, der gleichzeitig ein gemütliches Wohnzimmer, aber auch ein einladendes Esszimmer sein soll, klingt herausfordernd, oder? Wenn man sich an einige Einrichtungstipps hält, ist das eigentlich gar nicht so schwer. Und diese Tipps gibt uns heute Einrichtungsexpertin Steffi. Ich bin Steffi, studierte Innenraumdesignerin und ausgebildet in Wohnpsychologie. Ich liebe meinen Job. Es ist so schön, Räume einzurichten, egal ob wir Stil mixen oder ob wir uns auf einen Stil fokussieren. Mir ist am Ende wichtig, dass das Ganze harmonisch, gemütlich und funktional eingerichtet ist. Melissa steht vor der Herausforderung, dass sie einen Raum hat, der zwei Funktionen erfüllen soll. Zum einen Wohnzimmer, auf der anderen Seite aber auch als Esszimmer dienen soll. Sie weiß, dass die Couch ein klitzekleines bisschen zu groß ist, vielleicht auch zu dunkel für den Raum, hat aber nur ein kleines Budget. Sie liebt den Boho-Stil, ist aber auch einigen Farben nicht abgeneigt. Was macht diesen Stil denn besonders aus? Ich nehme an, helle Wandfarben? Ja, die hellen Wandfarben gehören natürlich mit dazu. Unser Ziel ist es ja, den Raum heller, größer und leichter wirken zu lassen. Dazu gehören auch natürliche Materialien, alles, was in hellen Tönen ist, Creme, Beige, aber natürlich auch gerne mal ein paar Farbakzente, wie ein Gelb, Oliv oder Khaki. Und ganz wichtig im Boho-Stil sind auch die Muster. Den nächsten Schritt, den wir gehen, ist das sehr dunkle Sofa. Zeigt einmal das dunkle Sofa auf. Und damit es farblich einfach auch in den Raum passt, müssen wir ein bisschen Trick 17 anwenden und das Sofa hellzaubern. Dafür gibt es auch schon für kleines Geld Überzüge. In dem Fall würde ich es in Creme wählen, damit das ganze Sofa bleiben darf und es einfach größer wird. Als nächsten Schritt haben wir den Teppich. Warum hast du dich ausgerechnet für diesen Teppich für das Wohnzimmer entschieden? Weil dieser Teppich prädestiniert ist für den Boho-Stil. A, er hat ein natürliches Material, er ist aus Schurwolle und er passt sich perfekt in die Umgebung ein. Von der Größe her habe ich ihn extra so gewählt, dass du gerade in dem Bereich, wo du bei einem Ecksofa mit deinen Füßen ja eben auch den Boden berührst, einfach Teppichkontakt hast und nicht den kalten Vinylboden unter den Füßen spürst. Und jetzt kommen ein paar wichtige Details schon mal. Du siehst hier, wir arbeiten auch weiterhin mit natürlichen Materialien bei den Ratternkörben. Wir haben weiche Wolldecken und wir haben auch einen Puff, der das Ganze noch mal so ein bisschen, ich sag mal, entspannter wirken lässt. Als nächstes kommen die Kissen und du siehst, was das eben jetzt mit dem Raum auch macht. Ja? Er wirkt viel, viel wohnlicher. Wir haben hier das Gelb noch mal aufgegriffen von den Gardinen, um dort diesen Farbakzent noch mal weiterlaufen zu lassen. Und der Raum wirkt jetzt schon viel gemütlicher und einladender. Ich finde es erstaunlich, dass durch die Kissen und die Dekoartikel das Sofa nicht mehr so groß wirkt. Als wenn es so ganz groß und leer und dunkel in der Ecke steht, macht das auf jeden Fall schon einiges mit dem Raum. Ja, definitiv. Als nächstes gibt es hier nochmal ein kleines Detail in der Decke. Auch über Decken kann man immer nochmal schöne Farbtupfer setzen, ohne jetzt ein Riesenbudget auszugeben. Damit ein Raum einfach gemütlich wirkt, braucht er weiche Materialien. Dazu ist ganz wichtig, ein Teppich, um eine Insel zu schaffen, Vorhänge, Kissen, Decken. Ich glaube, jeder kennt das. Wenn man zu Hause Vorhänge abnimmt, weil man sie waschen möchte, dann hat man irgendwie das Gefühl, man ist schon halb ausgezogen und es hallt ein wenig im Raum. Jetzt kommen Bilder an die Wände. Ein Raum lebt eben auch davon, dass man wirklich alle Ebenen mit einbezieht. Den Fernseher haben wir an die Wand gehängt. Der steht jetzt nicht mehr auf dem Sideboard. So ist das Ganze einfach auch noch mal ein bisschen luftiger. Und wir haben eine wunderschöne Stehlampe. Als nächsten Schritt gibt es noch einen kleinen Beistelltisch. Auch da nochmal die passende Lampe dazu. Für mich ist es natürlich als Designerin immer sehr, sehr wichtig, dass wir nicht nur ein Farbkonzept haben, sondern dass ihr auch ein Lichtkonzept habt. Jeder Wohnraum braucht mindestens 5 Lichtquellen. Natürlich brauchst du vernünftiges Licht, damit du alles siehst. Tageslicht wäre auch total schön, aber du brauchst eben auch ein bisschen Ambiente. Und das bekommst du eben durch kleine Leuchten, kleine Lampen, Kerzen. Sowas macht immer ganz, ganz, ganz viel aus. Jetzt haben wir den Raum quasi einmal gedreht und nehmen uns den Essbereich vor. Auch hier arbeiten wir mit Wandfarben und mit Akzenten. Ich habe mich dazu entschieden, die Wand hinter dem Essbereich und dieses kleine L-Stück in einem Taubton zu streichen. Das integriert sich schön in das Farbthema und bildet eine ganz eigene Fläche. Was macht das für ein Gefühl, wenn der Tisch jetzt gedreht ist, wenn man reinkommt? Wie wirkt das jetzt? Vorher war der Tisch andersrum gedreht und die Stuhllehnen waren Richtung Wand. Das Ganze lädt nicht unbedingt ein, um sich dort zu viert hinzusetzen. Das ist sehr eng, ne? Genau, ein bisschen gequetscht. So ist das Ganze ein bisschen offener und einladender. Als nächstes legen wir den Teppich hin. Hier ist ganz, ganz wichtig, einmal auf die Maße auch zu achten, sodass
wirklich die Stühle und der Tisch auch komplett drauf passen. In dem Fall ist es ein Baumwollteppich, was auch ein natürliches Material ist und es greift die Farbe Gelb nochmal auf. Was man auch machen könnte, wäre tatsächlich einen Outdoor-Teppich hinzulegen. Der dann besonders pflegeleicht ist, weil es ja ein Essbereich ist, wo auch mal was daneben gehen kann, sodass man dafür... Das ist ein guter Punkt. Ganz genau. Heutzutage ist es tatsächlich so, dass Outdoor-Teppiche wirklich aussehen wie ganz normale Teppiche, die ich mir auch ins Wohnzimmer lege, in den Flur lege. Die können ganz, ganz viel. Das wäre dann auch nochmal eine Option, wer es gerne noch ein bisschen pflegeleichter möchte. Wie eben auch schon im Wohnbereich haben wir hier natürlich auch eine große Wandfläche, um die wir uns kümmern müssen. Und das Ganze so wohnlich wie möglich zu machen, brauchen wir Bilder. Hier habe ich mich entschieden für 2 gleich große Bilder im Maß von 50 x 70. Das füllt den Raum, ohne ihn zu erschlagen, und es passt ganz schön in den Bereich vom Esstisch mit den Stühlen. Wir haben uns hier jetzt für Bilder entschieden, was für den Boho-Stil aber auch super passen würde, wäre ein Wandteppich oder ein Traumfänger. Auch die machen sich ganz toll an einer Wand. Und da ist sie nun, unsere Deckenlampe. Hier habe ich mich für eine Rattanlampe passend zu den Stehlampen und der kleinen Tischleuchte. So ist das Ganze wieder eins. Und wenn man da nochmal diese natürlichen Materialien aufgreift, gerne nochmal vielleicht ein Holztablett mit einer Karaffe drauf. Wir haben hier bei der Vase auch nochmal so ein bisschen auf die Formen geachtet, dass das Ganze nochmal so ein bisschen sich abhebt. Ja, das ist ja der Boho-Stil, der lebt ja einfach auch von seinen ganzen Formen. Und die Liebe zum Detail, das ist das, was den Raum nachher gemütlich und wohnlich macht. Melissa, wir wünschen dir viel Spaß bei der Umgestaltung von deinem Raum. Wenn ihr da draußen auch Tipps von unserer Einrichtungsexpertin haben wollt und einen Keyback-Einkaufsgutschein gewinnen wollt, schaut mal bei uns in der Infobox vorbei. Ich würde sagen, wir freuen uns auf die Herausforderung.